Eine Einsatzbesprechung. Oh mein Gott, lauter Schießwütig. Weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr wollt doch nur die alleinige Macht haben, Leute. Hol sie rein, Maler. So. Lass uns überraschen, wer da kommt, hä? Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Hey. Ihr seid alles Arschlöcher. Claytons Team geht mit Ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. So, dem da verpasse ich jetzt erstmal eine Watschen, wenn es geht. Schön, dich zu sehen. Distanziert, kurz angebunden, aggressiv, kalt, kalt! Für das Missionsziel halte ich einen davon ab, dich zu töten. Aber ich kann es nicht versprechen. Jawollo. Tja, das lief ja wirklich großartig. Selber schuld. Nanü? Wurde ich festgenommen? Natürlich. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Aiden. Wo bist du? Ist er eingefroren vielleicht? Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Verstecken. Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, okay. Aiden? Das sieht doch gut aus. Geh doch mal hier rein. Wie wäre das? Naja, eigentlich scheiße. Okay, Unterschlupf, Unterschlupf. Das ist gut, oder? Naja, eigentlich auch scheiße. Ja, was wollt ihr denn alle? Was habt ihr denn vor? Ist alles nicht so opti hier. Ich kann ja auch jetzt nicht allzu weit weg. Moment. Vielleicht kann ich das hier wegmachen. Wir erfrieren hier draußen. Kannst du bitte ein Versteck für uns suchen? Ja, ich kann ja auch nicht so weit weg, Mädel.
Obwohl, jetzt kann ich offensichtlich gerade wieder weiter weg. Das sieht doch gar nicht so übel aus. Da ist ein Haus dort hinten! Ich seh's! Dann los! Hier sind viele Häuser. Ja, genug Party. Wir suchen uns jetzt erstmal ein warmes Plätzchen hin. Mit Sicherheit ist ja drin alles tippitoppi eingerichtet. Man braucht nur noch ein bisschen von dem bereits vorhandenen Holz in den Kamin schmeißen. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Da drin wird's auch nicht viel wärmer sein, Leute. Lassen wir die Klamotten lieber an. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Ja. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Aber wir streiten weiter, das ist wichtig. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. So, oh, Feuerchen. Wo ist denn das Feuerchen-Dings? Der, wie heißt das? Ofen. Ach, ihr macht schon. Klasse. Kann ich euch irgendwie helfen vielleicht? Da! Hey, du verdammtes Genie! Gib mir 5, Vince! Siehst du das, Jody? Ja. Ihr seid toll. Ganz toll, Jungs. Ihr seid richtige Männer, ihr habt Mordseier. Erstmal aufwärmen, richtig. Nun. Es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass dieses Öfchen hier ausreicht, um den kompletten Raum hier so wunderbar aufzuheizen, dass alle was davon haben. Ist mir aber auch egal. In den Rucksack kann ich? Und in den Rucksack kann ich? Wo hast du denn ihren jetzt abgestellt? Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Nö, muss ich nicht. Genau, erstmal ein Grund zum Pinkeln. Schön Käffchen hier. Oder was auch immer. Was haben wir hier? Was zur Hölle hat sie jetzt gemacht? Das war doch so ein Sprengstoffpaket, so wie es aussah, oder irgendwas, oder ein Peilsender? Who knows? Also sie will raus. Dann gehen wir raus. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Bei minus 40 Grad würde ich mir aber auch Gedanken machen, ob ich zum Pinkeln rausgehe. Also darüber, ja? Meinst du, da ist ein Klo? Ah ja. Verdächtiges? Aha. Na, was ein Glück, dass sie dich nicht sehen. Ich glaube, ich sag mal Bescheid.
könnte nicht haarig werden hier. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Los, dranbleiben. Na ja, gut, dann folgen wir den mal. Zu Fuß? Die sind ja... Ja gut, viel schneller sind sie eigentlich nicht mit ihren merkwürdigen Panzerchen da, ne? Im Endeffekt brauchen wir auch nur den Spuren folgen, bevor sie vom Schnee zugeweht werden. Wie lange soll das jetzt hier noch so gehen? Oh, sind schon da. Bingo. Eilen Sie nach, was drin ist. 100 Meter. Nachgucken, was drin ist. Da ist einiges. Okay, irgendwas wird da gebastelt. Irgendwas für unter Wasser. Okay. Soldaten. Sie laden Kisten ein in U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass einen alle ausschalten. Einen? Kümmer dich darum. Okay. Ja, ich kann nur leider nichts machen. Ach doch. So, ein Gewehr scheint der Mann nicht zu haben, deswegen sollte ich mir vielleicht eins suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier eins drin ist. Oder ich irgendwie anderweitig... Halt! Schalt erst die Soldaten aus. Ja? Ich würde es ja tun. Händisch geht das scheinbar nicht, deswegen müssen wir irgendwo anders noch eine Schusswaffe umschauen hier. Vielleicht kann ich ihn aber auch ins Wasser schubsen irgendwie. Ich kann jetzt nicht wieder direkt zu Aiden wechseln, weil ich... Ja, zum einen stecke ich in dem Kerl, zum anderen hätte ich jetzt aber doch gern mit Aiden nochmal geschaut, ob ich eventuell eine Waffe leichter ausmachen kann. Ah, er hat doch eine! Tingse! Ja, genau, Tingse. So, da muss noch irgendwo... War das echt alle? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich schaue mich nochmal um. Gibt's die Möglichkeit zu rennen? Nö, leider nicht, wie immer. Ich weiß, ich wurde relativ deutlich darauf hingewiesen, dass ich jetzt in dieses kleine Kapüffle nach vorne gehen soll. Aber irgendein Gefühl sagt mir, dass hier doch irgendwo ein Soldat ist. Ist allerdings zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe, um das noch genau zu wissen. Aber es sieht jetzt mal tatsächlich so aus, als wäre hier keiner mehr. Es sei denn, er hat sich versteckt. Na gut, dann erledigen wir das. Aber Rennen wäre echt schön. Rennen wäre echt super schön. So würde auch Zeit sparen, unheimlich.
Hallo? Das darfst du nicht nochmal machen, Junge, glaube ich. Sorry. Sorry, ja. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Ich geh mal da rein. Gib mir mal eine Sekunde, okay? Oh, Computer. Jetzt bestimmt Infos. Nee, mit dem kann ich nichts machen. Naja, gut. Dann schauen wir uns mal an, was sie hier so verladen. Oder verladen haben. Nach wie vor, wir rennen schön. Hi, hi, Aiden. Vielleicht kann ich irgendwas mit Aiden tun. Beziehungsweise Aiden findet manche Sachen ja doch etwas leichter. Haben wir noch was vergessen? Hier lang. Wer sagt wo hier lang? Vielleicht machen wir die Tür wieder zu. Ah, ich glaube, die ist zu. U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hier bald rauf zu gehen. Wie willst du denn sonst da runterkommen, du Bübchen? Schnorcheln, oder was? Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, du weißt ja alles besser, Junge. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Weißet, ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Falls wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Jo. Na dann. Schauen wir mal. Wird sicher lustig. Ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Normal. Ja. Ja, das war mir völlig klar. Und tschüss. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Weiter runter. Ach so. Sieht ganz gut aus, oder? Was ich hier mache. Die Sicht ist mies. Nö, finde ich eigentlich nicht. Es ist schwer mit der Peilung. Oh ja, vielleicht gucke ich ein bisschen auf das Gerät da oben links. Ah! Das hilft ja auch noch so ein kleines bisschen. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, nicht so weit nach rechts kommen. Okay, es sieht aus, als würden wir demnächst diesen Stützpunkt erreichen. Autsch, entschuldige. Kann aber passieren. Siehst du das Licht? Ich hoffe, er will keine Antwort. Ich vermute es aber schon.
super gelaufen. Wir haben nur einen klitzekleinen Kratzer ins U-Boot gemacht. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich bin beeindruckt. Ich erst. Wenige halten das so lange durch. Bringt ihn um. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Meine Fragen sind simpel. Okay. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Wir haben selber so ein Ding. Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Ja. Wie ist Ihr Name? Ich soll ja nichts sagen, hat er gesagt. Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Ihr Kamerad hat gesagt, ich soll nichts sagen. Eine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Schneid noch ein bisschen dran rum. Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Oh. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir gesagt, nur antworten, ich und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Ach so. Ich glaube, du musst kurz weg. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Okay. Bring ein Shampoos mit, dann wird's leichter. Jetzt? Ja, jetzt müssen wir rausgehen, ne? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Völlig, natürlich nicht. Aber völlig unbemerkt. Was. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es wird darauf hinauslaufen, dass wir gefangen werden und gefoltert. Was soll's? Jetzt hat hier Geschirr, Sir! So. Ich meine, ich kann das, was man jetzt gesehen hat, eben mit der Gefangennahme und dem leichten Qualen ja eh nicht irgendwie ändern, indem ich mich jetzt hier besonders gut anstelle. Weil es ist ja schon passiert, oder beziehungsweise es, ist ja, es steht ja fest, dass es passiert. Ich kann jetzt nur eventuell mal schauen, ob ich mit Aiden hier was machen kann. Es sieht allerdings auf den ersten Blick mal nicht so aus. Ah ja! Ich kann doch was tun. Was? Aber... Sei still und folg mir! Lo, 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 lo. Gott, das geht! Jetzt zum Kondensator, bevor Sie merken, dass was nicht stimmt. Ja, wo ist denn der? Also ich gehe mal davon aus, dass er schon geradeaus ist, sonst wäre die Tür da nicht so wunderbar signalrot. Schnell ein! Wir müssen weiter, sofort!
aber es muss ja irgendwas demnächst passieren. Dass Aiden aus diesem Körper entfleucht. Ich glaube, da gibt es demnächst so eine Art. Die Tür da drüben. Das muss der Weg sein. So eine Art Feld oder sowas oder irgendein Bereich, der diese Entitäten da davon abhält, in unsere Welt zu kommen. Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos. Ich glaube da, wenn wir da jetzt durchlaufen, das ist zu einfach, da ist was faul. Ja. Jody, was ist da los? Genau das habe ich mir gedacht. Es ist Aiden. Er kann nicht weiter. So, ein Pech.